Hallo und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Ja, die Schlagzahl der Videos erhöht sich wieder. Das ist ganz schön, denn ich habe etwas bekommen oder mir gekauft, was ich euch unbedingt zeigen will. Eigentlich hatte ich ein anderes Video vor, aber das kommt dann später, das ist überhaupt kein Problem. Aber das hat jetzt hier Priorität. Ihr habt ja schon gesehen, um was es geht. Es geht um das Böker 1906 in einer besonderen Ausführung. Es kommt wie immer in diesem Faltkarton von Böker, dieses Mal mit einer schönen Aufschrift: Kohlenstoffstahl nicht rostfrei. Attention, attention. Ja, das übliche Paperwork dabei, Garantie, Prüfgarantie, komische Kataloge. Und vor allen Dingen auch ein Zertifikat, denn es handelt sich um eine limitierte Edition. Und wir holen mal das Messer aus dieser berühmten grauen oder neuen grauen Verpackung und schieben das gute Stück aus dem Weg. Hier haben wir jetzt das Messer. Es ist das Böker 1906 in der Version Schloss Burg. Was das bedeutet, dazu kommen wir später. Am Anfang kommen wir aber wie immer zu den Spezifikationen. Das Messer hat eine Grifflänge von 11 cm. Der Griff hat eine Dicke von 1,17 cm. Die Klinge hat eine Länge von insgesamt 8,8 cm und einen Durchmesser, eine Dicke von 0,24 cm. Ich denke mal, es dürften so 7,8 cm scharf sein. Das habe ich jetzt nicht nachgemessen, aber ich denke mal, das ist ein guter Zentimeter, der hier fehlt. Wir haben eine Klingenhöhe hier an dieser Stelle von 1,7 cm. Hinter der Faser habe ich eine Dicke gemessen von ungefähr 0,03 cm, also 0,3 mm. Das variiert ein bisschen zwischen 0,24 mm und 0,4 mm, je nachdem, wo man misst. Hängt auch mit dem Schliff zusammen, dazu kommen wir gleich nochmal. Das Messer hat ein Gewicht von 75 Gramm. Das Messer hat eine Beschalung aus Eichenholz, ein besonderes Eichenholz, dazu kommen wir auch später. Es hat das neue geschwärzte Böker-Logo. Es hat Messingliner. Es ist ein Backlock oder genau genommen ist es ein Midlock. Und es hat eine gepinnte Konstruktion. Neue Silberbacken. Der Stahl der Klinge ist O1 Stahl. Und das Messer verfügt über einen halb hochgezogenen Hohlschliff. Ja, warum dieses Messer? Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr geschichtsinteressiert bin. Und darum ist dieses Messer eigentlich für mich mehr oder weniger ideal. Denn die Form des Messers hat einen geschichtlichen Bezug und das Material des Messers hat einen geschichtlichen Bezug. Ich erzähle mal ein bisschen was dazu. Die Form des Messers basiert auf einer Zeichnung, die Böker gefunden hat, aus dem Jahre 1906, darum auch der Name des Messers. Und sie haben also, wie gesagt, nur diese Abbildung dieses Messers gefunden. Sie hatten sonst nichts. Sie hatten keine Zeichnung, sie hatten keine technischen Zeichnungen, nichts, Geräte und Vorlagen sowieso gleich gar nicht. Das heißt, sie mussten sich hinsetzen und dieses Messer von dem Bild, was sie davon hatten, quasi komplett neu entwerfen. Sie fanden es aber so schön, dass sie der Meinung waren, das brauchen wir in der aktuellen Kollektion. Und ich kann sagen, das ist etwas, was ich total verstehen kann. Dann kommt als zweiter historischer Aspekt dazu die Beschalung dieses Messers. Wenn ihr euch das mal ansieht, das ist ganz rau, fleckig und
ganz, sieht eigentlich extrem benutzt und alt aus. Hat einen Hintergrund. Solingen, wo Böker ja sitzt, verfügt über eine alte Burg. Das ist die Schlossburg. Das Schlossburg, die Schlossburg, ich weiß es nicht. Es ist von der Grafenfamilie Berg, darum Bergisches Land, wo Solingen auch drin liegt. Und diese Burg wird restauriert, originalgetreu wiederhergestellt. Dazu mussten diverse alte Eichenbohlen erneuert werden. Und Böker hat gedacht, finden wir ja gut, diese Eichenbohlen greifen wir uns. Haben die Eichenbohlen gekauft und haben daraus eine Sonderserie gemacht, insgesamt 7 Modelle rausgebracht, mit dieser Beschalung aus diesen alten Eichenbohlen und einer Limitierung von, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, 1133 Stück. Ich habe hier die Nummer 270. Jedes dieser Modelle ist eben auf diese 1133 Stück limitiert. Warum diese krumme Zahl? Jahre 1133 ist diese Schlossburg oder dieses Schlossburg das erste Mal fertiggestellt worden. Und darum haben sie diese Limitierung gewählt. So, und jetzt haben sie es geschafft, diese alten Eichenbohlen so aufzubringen, dass sie die Oberfläche, die mit den Benutzungsspuren, die man hier deutlich sieht, nicht abgeschliffen haben, sondern erhalten haben. Sodass das also diesen sehr rustikalen Charme hat. Man sieht hier unten Eindrücke, hier oben drin Eindrücke, hier in dem Bereich, hier unten in dem Bereich. Also das sind alles Spuren von der Benutzung dieser Eichenbohlen, die sie erhalten haben beim Bauen. Finde ich großartig. Finde ich wirklich großartig. Und das kommt mir als geschichtsinteressierte Menschen natürlich extrem entgegen und macht deutlich, das ist ein Messer, was ich durchaus auch gern haben wollte. Gut, die Form der Klinge ist halt eine klassische Hechtklinge, aber sie erinnert mehr oder weniger für mich an eine Bowie-Klinge. Wir haben halt ein vorgezogenes Ricasso, was mir so ein bisschen Vorgriff ermöglicht, wobei ich das bei der Grifflänge hier überhaupt nicht brauche. Das ist, wie gesagt, 11 cm Griff, das ist ein Riesending. Und sie ist halt hier unten Richtung Klingenwurzel breiter, schmaler und wird dann hier vorne breiter und dann hier beim Clip fängt es dann eben an, diesen Bauch zu bilden und sich hier oben nach unten vorzuziehen. Finde ich extrem schön. Macht das Messer zwar auf der einen Seite ein bisschen aggressiv, aber entspricht so einer klassischen Hechtklinge, fast schon Bowie-Style oder Fighter-Style. Dann haben sie hier oben noch eine schöne Phase draufgesetzt. Ist nicht mal eine falsche Schneider, aber es ist eine Phase, die sie hier drauf gebracht haben, die die Klinge auch noch mal sehr interessant macht. Zum Klingenfinish. Um diesen rustikalen alten Look zu unterstreichen, hat Böker dem Ganzen eine Acid-Ätzung verpasst und ein Stonewash-Finish. Das führt dazu, dass dieses Messer bereits im quasi neuen Zustand schon unglaublich, ja, ich will nicht sagen gebraucht aussieht, aber so einen rustikalen Charme bekommt. Das passt einfach unglaublich zu zu dem ganzen Messer. Der Hohlschliff, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt ja durchaus Hohlschliffe auch bei Bowie-Klingen, funktionieren da sehr gut. Dieser Hohlschliff funktioniert auch extrem gut. Das ist wirklich klasse. Aber ein Flachschliff hätte es für mich auch getan. Aber
bei dem Hohlschliff, jetzt kommen wir gleich dazu, dass wir eine unterschiedliche Klingendicke haben. Wenn ihr das seht, ihr habt hier natürlich hinten am Ricasso ist der Hohlschliff viel steiler, als er hier ist. Und das merkt man durchaus. Das heißt, hier in dem Bereich ist der Hohlschliff viel dünner, als er hier hinten ist. Was heißt dünner? Nee, dünner ist er eigentlich nicht. Er hat einen anderen Winkel. Er hat einen anderen Schleifwinkel. Und damit ist aber das Material hinter der Phase hier dicker als da. Beeinträchtigt die Schneideigenschaft aber überhaupt nicht. Das Ding hat eine schöne pointierte Spitze. Wirklich gut gemacht. Insgesamt muss man sagen, ist diese Fertigungsqualität wirklich herausragend. Hier der Anschlag zur Feder, zwischen Klinge und Feder, ist absolut hundertprozentig gerade. Man sieht oben und unten so ein bisschen Lücken. Man denkt im ersten Moment, das ist wieder unsauber gefertigt. Pustekuchen ist es nicht. Das ist absichtlich so angeschrägt. Das ist eine angeschliffene Phase. Das heißt, das wollten die so, damit es einfach hier, wenn man es auf und zu macht, kleinen Moment, zack, sich nicht hier verhakt, sondern einfach problemlos hier reinrutscht. Das ist Absicht, das ist nicht Murks. Rundherum keine Lücken, absolut sauber. Hier hinten Federabschluss absolut gerade. Das Ding ist makellos gefertigt. Die Übergänge hier absolut sauber. Da ist nichts. Die Pins sind nicht plan geschliffen, sondern gesenkt und gekröpft. Domed Pins würde man das im Amerikanischen nennen. Das heißt, die sind versenkt in dem Holz und haben dann so eine Wölbung obendrauf, die das hält. Auf beiden Seiten natürlich. Wirklich gut gemacht. Wesentlich herausfordernder, als die Dinge einfach plan abzuschleifen. Das Einzige, was man da vielleicht meckern könnte, ist der Pin hier. Weil der ist zwar sauber gebohrt, aber offensichtlich ist das alte Material denen da weggesprungen. Also die Bohrung ist sauber, die ist nicht ausgelaufen. Ich habe mir das unter einer Lupe angeguckt. Die ist sauber, aber da ist offensichtlich was von dem alten Holz gesplittert. Wenn man so ein Holz benutzt, passiert das. Da habe ich kein Problem mit, das ist okay. Aber insgesamt muss man sagen, ist die Konstruktion und so wirklich hervorragend und passgenau. Böker, wenn das der Standard ist, den ihr in der Zwischenzeit immer abliefern wollt, muss ich sagen, habt ihr vieles gelernt. Denn ich habe von Böker, auch von Böker Solingen, schon echten Murks gesehen und auch in der Hand gehabt. Das hier ist klasse. Das ist mindestens Great Eastern Cutlery Standard, wenn nicht besser. Dass das Messer spielfrei ist, brauche ich nicht betonen. Selbst hoch, runter, links, rechts passiert nichts. Das ist einfach eine schöne Sache. Dann kommt als nächstes der Stahl, O1-Stahl, das heißt ein Carbonstahl. Wer meinen Kanal ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich auch Messer baue und mein bevorzugter Stahl beim Messerbauen ist O1. Der ist einfach klasse, den mag ich ungemein, lässt sich viel höher härten, ist viel verschleißfester, als es zum Beispiel 1095er ist. Und schon auf alle Fälle besser als der in Solingen immer wieder gern genommene C75. Das ist der bessere Stahl. Und ein Taschenmesser jetzt mit meinem Lieblingsstahl zu bekommen, mit O1-Stahl, finde ich natürlich auch großartig. Das muss man einfach sagen. Das ist eine tolle Sache. Und das hat mich natürlich auch dazu bewogen, dieses Messer zu kaufen. Das Ding ist normalerweise 42A konform, denn es ist ja dafür gemacht, mit zwei Händen geöffnet zu werden. Nagelhau hat es hier, braucht man nicht, Pinch Grip reicht völlig aus. Beim Öffnen und Schließen hört ihr ein sattes Klacken, wenn die Backlockfeder einrastet.
Aber ihr habt es gesehen, während ich damit rumgespielt habe, ich krieg's auch mit einer Hand auf. Darf halt keiner sehen. Das Ding ist extrem scharf gewesen, aber das passiert mir relativ häufig beim Holzschliff. Der letzte hundertstel Millimeter vor der Schneidphase wird mir dann zu breit. Das ist relativ, das Messer war viel feiner ausgeschliffen, also viel feiner, eine viel feinere Schneidphase, als sie jetzt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, der Holzschliff folgt so einer Linie, der geht dann so rein und macht dann unten nochmal so einen kleinen Knick nach außen. So fühlt sich das an. Als wenn er kurz vor der Schneidphase nochmal wieder ein bisschen dicker werden würde. Darum passiert es mir relativ häufig, dass ich einen Holzschliff nochmal nachschleife und die Schneidphase ein bisschen höher anlege. Das ist jetzt auch nicht viel, aber das ist ein bisschen höher angelegt. Aber jetzt ist es so, es ist rasiermesserscharf. Es ist rasiermesserscharf und es hält auch diese Schärfe wirklich, wirklich gut und lange. Das ist einfach ein toller Wurf, den Böker da abgeliefert hat. Der hat allerdings auch seinen Preis. Listenpreis bei Böker sind 155 Euro. Das ist es aber auch wert, finde ich. Also das ist ein Messer, was bei Great Eastern Cutlery das gleiche kosten würde und die Qualität hat es allemal. Das Einzige, worüber man vielleicht meckern könnte, das ist jetzt meckern auf extrem hohem Niveau, bitte schön nicht ernst nehmen, beziehungsweise ernst nehmen schon, aber bitte nicht überbewerten. Wenn ihr hier mal guckt, die Feder, hier steht ein Tick höher, ein Tickchen höher. Man merkt, dass wenn man hier mit, man bleibt auch mit dem Fingernagel ein bisschen hängen. Aber das ist minimal. Das ist wirklich minimalst. Könnte man abschleifen, will ich aber nicht, weil dadurch würde ich die schöne Satinierung hier hinten zerstören und ich müsste sie neu machen. Dazu habe ich schlicht keine Lust. Es stört mich auch überhaupt nicht. So merkt man es nicht. So ist es eigentlich sogar eher hilfreich, weil, da kommt die Feder. Kann ich zumachen. Funktioniert hervorragend. Klingenstand bei dem Messer haben wir noch gar nicht erwähnt. Geht es besser? Nein, es geht nicht besser. Das Ding ist hundertprozentig mittig. Es läuft butterweich. Es läuft wie auf Schienen. Das ist großartig. Dieses Messer ist für mich eine Referenz, wie so etwas gemacht werden muss. Von der Qualität des Baus. Dass es dazu noch diesen historischen Bezug hat, finde ich natürlich großartig. Und aufgrund der Form dieser oder beziehungsweise der Struktur dieser Oberfläche werde ich für dieses Messer, anders als für viele, viele, viele andere meiner Taschenmesser, mir auch keine Pouch machen, wo ich das Ding drin trage. Sondern dieses Messer darf all die Kratzer und Dellen und Abnutzungen bekommen, die es in einer Hosentasche zusammen mit dem ganzen anderen Gedöns, was da drin ist, einfach bekommt. Das darf abgenutzt werden. Und die Oberfläche darf Kratzer bekommen und die Oberfläche darf Spuren bekommen. Das finde ich einfach, das passt zu diesem Messer. Und guckt euch nochmal diese Eichenbeschalung an. Du siehst genau, wo diese Bahnen in der Eiche hochgehen im Holz, wo die Nährstoffe im Baum hochtransportiert werden, wurden, ich weiß nicht, wie das heißt, Lignum oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mal gewusst, aber ich habe es vergessen. Das sind jeweils die Bahnen, die nicht so dicht sind, in denen das Holz, der Baum, seine Nährstoffe transportierte. Die haben dann bei der Eiche diese ganz charakteristischen Streifen, die so ein bisschen gepunktet aussehen. Das sieht man bei einer Eiche ganz häufig. Hier auf der Seite
sieht man es nicht so gut. Hier sind sie auch in einer anderen Richtung. Hier ist eine so ein bisschen außen. Die Bahn, das ist anders geschnitten offensichtlich mal. Also, Böker, wenn das euer neuer Standard wird, könnte es sein, dass ich mich zu dem einen oder anderen Böker-Messer durchringen werde, weil das ist einfach klasse. Punkt aus Ende Gelände. Schönes Messer, schöne Größe, mit der man schnitzen kann, mit der man Brotzeit machen kann, mit der man alles Mögliche machen kann. Ein tolles, tolles, tolles Messer, was ihr da abgeliefert habt. Ganz prima. Bitte, bitte, bitte so weitermachen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, euch hat es gefallen und ihr schaut bei Gelegenheit mal wieder auf meinem Videokanal rein. Bis dahin und tschüss.